Das Wort hat die Kollegin Ulla Jelpke von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bundesprogramme, das meint auch Die Linke, gegen Rechtsextremismus und für Demokratie leisten seit vielen Jahren eine wichtige und unverzichtbare Arbeit in den Ländern und in den Kommunen. Die intensive Auseinandersetzung mit Nazi-Strukturen hat Früchte getragen, das muss man ganz klar sagen. Wir messen das vor allem daran, dass es gelungen ist, Neofaschismus, Rassismus und Antisemitismus zu einem öffentlichen Thema zu machen, um Aufmerksamkeit und Gegenwehr mobilisieren zu können. Doch diese unbestreitbar sinnvollen Projekte müssen sich seit Jahr und Tag gegen Beschränkungsversuche und Bevormundung wehren. Sie müssen teilweise jedes Jahr auf neue, wie wir schon gehört haben, um ihre Existenz bangen. Deshalb hat Die Linke auch einen eigenen Antrag vorgelegt. Wir wollen nämlich erreichen, dass die Bundesprogramme langfristig abgesichert sind und dass ihre Ausweitung möglich ist, vor allem auch nach Westdeutschland, ohne die bestehenden Programme finanziell einzuschränken. Und meine Damen und Herren, wir meinen, der Kampf gegen Neofaschismus muss uns das wert sein. Meine Damen und Herren und auch Herr Puls, ein Problem, auf das Sie ja aufmerksam gemacht haben, das sich auf kommunaler Ebene häufig in diesem Zusammenhang stellt, ist eben genau andersrum, als Sie es hier dargestellt haben. Es ist der Versuch, die realen Nazi-Probleme, das gibt es immer wieder, zu beschweigen oder zu verharmlosen. Bloß nicht den Finger auf die Wunde legen, bloß nicht zugeben, dass es in unserer Gemeinde Nazis gibt, ist das Motto leider allzu vieler Kommunen und Verwaltungen. Die Programme haben hier den Druck wesentlich erhöht. Mit dem Ignorieren oder gar stillschweigendes Tolerieren von Angriffen auf Migranten, Obdachlose oder auch Antifaschisten muss endlich Schluss gemacht werden. Sie haben für Aufmerksamkeit gesorgt, wenn es rassistische Vorfälle gab, beispielsweise in Fußballstadien, aber auch wenn es um Nazi-Schmierereien geht. Umso unverständlicher ist es für uns, dass vor allem in der Union, in den Fraktionen von CDU und CSU ständig blockiert und gebremst wird. Sie versuchen schon seit Jahren, die Programme an die politische Kandare zu nehmen und sie wieder verstärkt unter Verwaltungsbürokratie zu bringen. Und da nenne ich in der Tat noch mal Ihre Versuche, die Projekte verfassungsschutzmäßig in die Regelanfrage hineinzunehmen oder wie es jetzt kürzlich passiert ist, dass gerade die Ministerin eine Kampagne gemacht hat gegen AIDA München, ein Dokumentationszentrum, was Antifa-Dokumentation archiviert. Jetzt hat beispielsweise das oberste Gericht entschieden, dass sie aus dem Verfassungsschutzbericht rausgenommen werden müssen. Und ich halte das für einen Skandal, Projekte immer wieder zu verdächtigen als linksextremistisch. Ausschlaggebend dafür ist immer noch auch Ihre Haltung, wie Sie ja Ihre kalte Kriegsmentalitätshaltung, die in der Union immer noch Misstrauen gegen Antifaschismus hervorbringt. Und da kann ich nur sagen, für die Linksfraktion ist Antifaschismus kein Ausdruck einer besonderen linksradikalen Gesinnung, sondern schlichtweg eine demokratische Selbstverständlichkeit. Deswegen fordern wir auch, die Bundesprogramme sollen nicht länger Modellprojekte sein, sondern dauerhaft gefördert werden. Dafür brauchen sie mehr Geld. Das gilt auch für die zahlreichen lokalen Aktionspläne. Es darf nicht sein, dass sinnvolle Projekte dort, wo sie nötig wären, aus Geldmangel ausfallen müssen oder nur auf Kosten anderer Projekte stattfinden können. Zudem müssen auch im Westen unbedingt Beratungsstellen für die Opfer von rassistischer und rechtsextremistischen Angriffen aufgebaut werden. Jeder Versuch, den Kampf gegen Neonazismus zu verwässern, ist verantwortungslos. Das sage ich vor allem auch mit Blick auf die Bundesregierung, die ohne jedes Konzept, Herr Bernschneider, Sie haben es ja eben angesprochen, eine Extremismusdebatte anzettelt. Sie ist noch nicht einmal in der Lage,
uns klare Auskunft darüber zu geben, was eigentlich das Problem des Linksextremismus ist. Gucken Sie sich die vielen kleinen Anfragen an. Auch nur annähernd zu beschreiben. Und trotzdem wirft sie für diese Projekte Millionen aus dem Fenster raus. Ich will nur daran erinnern, dass im letzten Haushaltsjahr 2 Millionen veranschlagt wurden und sie nicht wussten, wo sie das Geld unterbringen konnten. Also setzen Sie es für den Kampf gegen Rechtsextremismus ein. Da ist es auf jeden Fall sinnvoller angesetzt, als was Sie hier im Moment in Ihrer Konzeption vorlegen. Und um dem Ganzen noch mal sehr deutlich zu sagen, wie Ihre Debatte gegenwärtig geführt wird, es gibt unserer Meinung nach keine Rechtfertigung dafür, Krawalle am 1. Mai mit dem beinahe schon systematischen Terror der Neonazis gleichzusetzen. Und das tun Sie hier ständig. Damit verharmlosen Sie im Grunde genommen den Rechtsextremismus und entmutigen meines Erachtens auch. Und ich möchte hier noch mal ganz deutlich sagen, dass es auch eine Verhöhnung ist der 137 Menschen, die durch Nazi-Fäuste oder jedenfalls durch Nazis ums Leben gekommen sind, wie gerade die Zeit und der Tagesspiegel erneut recherchiert haben. Frau Jelbke, bitte kommen Sie zum Schluss. Die Linke fordert seit vielen Jahren eine unabhängige Beobachtungsstelle und sie ist hier auch schon mal beschlossen worden. Und unabhängiges Beobachten wäre wahrscheinlich wirklich eine genaue Analyse zu bekommen über Rechtsextremismus, Antisemitismus. Und das wünschen wir uns, dass der Bundestag das endlich einmal umsetzt.